Ich bin drauf. So, guten Morgen, ihr lieben Liebenden. Ist richtig komisch, sich so zu sehen. Das ist mein erstes Video. Ja, Schatz, prima. Ich muss das jetzt erst noch lernen, so gegen mich selbst zu reden. Mit dem Gefühl, dass ihr mich jetzt alle seht und hört. Ich will mal über die Purheit sprechen im Leben. Wie ihr seht, habe ich mich nicht geschminkt oder meine Haare gefärbt. Das mache ich jetzt schon länger nicht mehr. Auch lasse ich jetzt so gut wie alle Haare wachsen. Ich war früher echt überall kahlgeschoren, weil das ja so in war. Und das habe ich abgelegt, weil ich denke, was ist unser Ursprung oder was sind wir eigentlich? Sind wir das Zugekleisterte oder wie uns andere wollen? Oder? Na, in jedem Fall habe ich mir das sehr zu Herzen genommen und in mich reingefühlt und ich habe gemerkt, ich will einfach pur sein und darum habe ich mir meine Haare nicht mehr gefärbt. Ich sehe dadurch leider auch älter aus. Würde ich meine Haare färben, würde ich jünger und hipper aussehen, aber irgendwie ich drauf. Weil das bin ich. Und wer mich so nicht liebt, ja, dann der hat eben Pech gehabt. Und ja, ich bin jetzt auch fundig, wie ihr seht, an meinem Hals und an meinem Körper. Ja, den seht ihr jetzt weniger. Ich denke, ja, Gott sei Dank liebt's mein Freund. Der steht total auf mich. Und der Rest, der Pech gehabt, wenn er mich so nicht liebt. Natürlich. Dann denkst du wieder, 20 Kilo weniger, ach, wäre das schön. Und dann könnte ich wieder so Flatterkleidchen anziehen und ach, wie toll. Ja, aber es ist halt jetzt nun mal nicht so. Ich bin dick geworden in den letzten, ja, 10 Jahren. Das ist jetzt eben so. Und je mehr ich dann Frieden wiederfinde in meine Kilos, dann gehen die auch wieder weg. Das ging eine Zeit lang, jetzt geht es gerade eben wieder berghoch, weil ich mir wieder Gedanken über meine Kilos mache. Wenn ich mir keine Gedanken mehr über meine Kilos mache und was ich esse, dann verschwinden die komischerweise wieder. Ja, so ist das Prinzip. Ja, und mit dem Schönmachen für andere oder Schönmachen für sich selbst im Unterbewusstsein, aber doch wieder für andere wahrscheinlich. Leute, denkt an eure pure Schönheit. Ja, Schatz. Denkt einfach an eure pure Schönheit, wie Gott euch geschaffen hat. Ja, schöne Ringe, Schatzi. Huhu. Ihr seid schön, so wie ihr seid. Ihr habt es gar nicht nötig, euch anzuschmieren mit irgendwas oder straffe Hautstraffer zu nehmen. Seid stolz auf eure Lachfältchen und neu. Es geht würdig ins Altern. Und ja. Ich liebe die Purheit, ich liebe auch das an anderen Menschen und ich freue mich immer, wenn sie normal rumrennen, ohne sich da tierisch aufzumachen. Ja, das wollte ich euch auf den Weg geben und mal gucken, ob ich noch mehr Videos ja, reinkriege irgendwie. Ja, es ist schon komisch, so das erste Mal. Ja, wir werden sehen. Ich liebe euch. Grüße an Stefan und Cassandra, die mir immer wieder so die Mut machen, jetzt mach doch mal ein Video oder so. Und natürlich den Rest. Dankeschön, ihr Lieben. Habt einen schönen Tag. Tschüss.